Hallo meine Lieben, willkommen in New Home, Medieval Village. Meine Leute sind fleißig hier am Flachs ernten und am Gemüse buddeln. Ja. Und wir müssen jetzt mal sehen, wie wir hier aus unserer finanziellen Misere rauskommen, weil ich mache ja immer noch Minus. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne? Jetzt ist die Frage, was kostet eigentlich so viel Geld? Der Unterhalt, Herberge, Hospitalunterhalt, Stadtwachenunterhalt, Straßeninstandhaltung. Ja, die Straßen kosten natürlich auch viel Geld, ne? Brunnen, Dockwartung, das ist eigentlich nichts, wo wir sparen können. Das heißt, wir müssen einfach mehr einnehmen. Sparen können wir nichts. Und ich bräuchte dringend mal eine Feuerwehr oder so, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass es hier irgendwie, wenn die erst... Oh, guck mal, wir haben gerade ein Verbrechen, sehe ich gerade. Mord und Einbruch. Ah! Haus 15 wurde eingebrochen. Haus 15 ist wo? Das ist 14? Das ist das. Ja. Und das ist genau das, was nicht mehr in dem Bereich ist. Geht doch mal weg. Man kann das natürlich jetzt doof sehen, wenn das immer davor ist. Geh mal weg. Hä? Achso, nee, warte mal. Da müssen wir über dieses Ding machen, ne? Dann sieht man das ja da. Ja, da wurde eingebrochen. Das heißt, hier unten diese Häuser, die nehmen wir weg. Und dann mache ich mir hier lieber das Feld hin und mache jetzt lieber da in dem Einzugsbereich, weil sonst muss ich noch so ein Ding bauen. Dann würde ich sagen, bauen wir... Was ist, wenn ich das abreiße? Ziehen die denn automatisch in das andere Haus? Aber ich mache jetzt mal hier ein Haus hin. Hä? So geht das nicht. So kann ich da kein Haus machen. Hä? Wieso geht das nicht? Weil ich kein Geld habe. Verdammt. Na gut. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe minus 23. Wieso das denn jetzt? Ist das? Oh, ist einer gestorben. Mit einem Alter von 39. Oh Mann. Ach Mensch, das ist aber traurig. Ich überlege jetzt, ob ich die Felder abreißen bringt ja auch nichts, weil die bringen uns ja Geld. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. Könnte ja auch einen Kredit aufnehmen, ne? Aber einen Kredit müssen wir ja auch abzahlen. Und Steuern höher machen kann ich nicht. Was ist, wenn ich immer Steuern ganz brutal runter mache? Und einfach mal hoffe, dass mehr Leute da einziehen, weil sie glücklicher sind. Ich probiere das mal. Und dann gucke ich mal einen Kreditbetrag. Laufzeit 30 Tage. Tägliche Rüte. Oh, no. Können wir ja gar nicht. Ach komm, ich probiere es mal. Ich nehme mal einen Kredit auf. Ich weiß, das ist dumm. Aber sonst können wir ja gar nicht weitermachen. So, und jetzt gucken wir mal, wenn das Schiff kommt, ob wir was verkaufen können. Und dann müssen wir jetzt mal sehen, dass wir mehr Leute hier reinkriegen. Jetzt habe ich ja die Steuern runtergesetzt. Das hoffe ich mal, dass da jetzt ganz viele Leute kommen. Jetzt warte ich mal aufs nächste Schiff, ob ich da was verkaufen kann. Nee, es ist alles nicht so einfach. Das habe ich mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich falsch gemacht habe. So. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Geld machen können. So, Pause. Waren verkaufen. Also, dann schauen wir mal. Dann machen wir hier mal. Machen wir hier mal recht weg, weg. Da machen wir 200 weg. Milch machen wir 200 weg. Gewürze können wir auch 150 weg. Wieso habe ich eigentlich noch so viel Brennholz? Obwohl ich gar keins herstelle. Wie viel brauchen die ja total wenig, ne? Dann machen wir hier nochmal. So weg. Da können wir richtig viel. Ich glaube, das ist Aloe Vera Feld.
Das wächst echt total gut hier. Aber bringt auch nicht viel an Geld, ne? Aber würde ich sagen, da verkaufen wir mal richtig viel von. Achso, ich mache ja noch gar keine Salbe, ne? Vielleicht sollte ich mal ein paar Salben machen. Ich mach mal deswegen. Ach, deswegen verbrauchen wir die auch nicht. Machen wir so. Doch so. Und dann machen wir hier weniger weg, weil ich möchte danach jetzt mal die Salben machen. Und dann machen wir hier noch Flachs. So. 1400. Ausgewählte verkaufen. Zack. Gemüse können wir auch verkaufen. Zack. So siehst du, jetzt haben wir schon mal wieder mehr Geld als vorher. Das war schon mal gut. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt ein paar Leute rankriegen und dann dadurch dann mehr Steuern einnehmen. Jetzt würde ich jetzt gerne mal, jetzt brauchen wir nämlich auch 8 Häuser. Hier jetzt die Häuser setzen. Und das Haus da unten werde ich dann abreißen. Das, was außerhalb von der Wache ist, mal hier. Da könnten wir dann nochmal... Ne, das lasse ich nochmal frei. So. Dann... Mal überlegen kurz. Mal hier kurz überlegen. Ich würde schon gern auch Schaf und sowas haben. Was haben wir denn jetzt hier noch eigentlich? Taverne. Taverne braucht wahrscheinlich Bier, nehme ich mal an. Ne? Und Bier haben wir noch nicht. Das heißt, wir bräuchten eine Brauerei. Ich glaube, Brauerei und Taverne, das ist das, was so Leute reinbringt. Ne? Das probieren wir mal aus. Wir machen jetzt mal hier eine Brauerei. Die Brauerei... Nee, die setze ich hier mit dran. Kann ich die noch hier ansetzen? Da setze ich sie ran. So. Machen wir hier die Produktionsgebäude so ein bisschen schöner. So, und die braucht Bier und braucht Getreide. Getreide haben wir aber genug. Und kann auch nur Bier machen. Okay. Und dann würde ich sagen, jetzt auf Kredit kaufen wir uns die Taverne. Nee, warten wir erstmal, bis wir Bier haben. Und sobald ich Bier habe, brauche ich eine Taverne. Und dann kommen bestimmt ganz viele Leute her. So wie die Menschen halt sind, ne? So. Dann lassen wir jetzt mal laufen. Ein Gebäude in Flammen. Ah, nein! Stopp! Ah! Verdammt. Hey, ich hab's geahnt. Habe ich's nicht gesagt? Irgendwann wird es brennen. So. Feuerwehren. Wie groß ist der Kreis von... Wie groß ist der Kreis von der Feuerwehr? Reichen die alle? Wenn ich die hier hinsetze? Ja. Zack. Löschen die jetzt sofort? Ja! Oh, wie süß! Ah. Huch! Da. Na. Die Steuerung ist aber echt... Oh, Gott sei Dank. Ah, das wird natürlich unsere Kosten jetzt wieder hochtreiben, ne? Oh, jetzt ist schon wieder 3000 Taler weg. Warte mal. Wir machen 400 miese. Ah, oh, ich muss die Steuern hochsetzen, hilft nichts. Fupp. Oh Mann. Ich glaube, ich scheitere hier grandios. Ich glaube, ich habe zu viel gebaut am Anfang. Diese ganzen Felder und sowas, alles, was ich alles wollte und machen und tun. Aber die Felder kosten doch gar keine Steuern. Wo ist der Fehler? Schneiderunterhalt? Wie Schneiderunterhalt? Hä? Hab doch gar keinen Schneider. Habe ich einen Schneider gebaut? Habe ich doch gar nicht. Habe ich aus Versehen einen Schneider gebaut? Was ist ein Schneider? What? So. Die haben den Kram. Jetzt mache ich hier nochmal ganz kurz eben. Das wollte ich ja noch ändern. Salbe. Wieso Schneider? Ich habe doch gar keinen Schneider. Na doch. Aus 20... Hier ist ein Haus. Wieso habe ich denn hier Schneiderunterhalt? Schneidererunterhalt. Hm.
Das ist bestimmt, ach so, das ist bestimmt die Feuerwehr. Das ist bestimmt ein Bug. Weil das Einzige, was ich dazu gebaut habe, ist ja die Feuerwehr. Weil die Feuerwehr ist hier nicht drin. Dockwartung, Brunnen, Straße, Stadtwache, Hospital, Herberge, Kredit und Schneider. Ja, dann ist das die Feuerwehr. Naja, das wird so nix. Leute, das wird so nix. Ah, ich geh pleite. Wo ist das Schiff? Ich bin zu blöd für das Spiel. Was habe ich falsch gemacht? Aber es ist so hübsch. Ich will nicht pleite gehen. Habe ich irgendwas zu viel gemacht? Hm. Oder warten wir einfach ab? Vielleicht wird es ja von selber besser. Oh, ich habe jetzt minus 4000. Ich habe 5000 an Kredit aufgenommen. Könnte ja auch alles abreißen, nochmal anfangen. Ich könnte zum Beispiel hier hinten die Straße. Die könnte ich zum Beispiel wegmachen. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Was ist das? So, da habe ich ein Haus gemacht. Okay. Na, ja, da muss ich eine Straße haben. So, dann haben wir schon mal weniger Straßenunterhalt. Ich kann keine Straße kaufen, verdammt. Da muss das Haus auch weg. Hilft nix. Halt, stopp. Waren verkaufen. So, pass auf, ich verkaufe jetzt hier mal richtig viel, damit wir mal Geld machen. Oh, Bier haben wir. Na, aber eine Taverne kann ich mir jetzt nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Verdammt, ich bin so arm. Ein bisschen zu viel Realismus in dem Spiel. So, verkaufen wir hoch. Nee, nicht so viel. So. Und dann danach. Und danach. Zack. Schließen. Weiter. Ach Mensch, das Spiel ist so schön. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nur nicht, was. Ich mache hier noch ein bisschen hoch. Ich mache so viel Mieses. Hilft nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es düst auch so schnell runter, hier immer, wenn die Steuern wiederkommen. Diese 30 Tage machen immer so Sitt. 30 Tage um. Sitt, 30 Tage um. Das geht so schnell. Und wie schnell hier ein Monat um ist. Oder wie oft zahlen wir die? Warte mal. Mal kurz auf Stopp. Die Instandhaltung ist so teuer, ne? Oder ich muss einfach sagen, scheiß drauf, dann wird halt ab und zu mal jemand umgebracht und irgendwo eingebrochen. Weil 150 die Stadtwache, das ist so teuer. Instandhaltung, Schneiderunterhalt. Was ist denn das, Schneiderunterhalt? Hm. Aber ich kann ja auch nicht ab und zu mal ein Haus abbrennen lassen. Wir sind jetzt ganz brutal. Wir hauen jetzt Police Department weg und die Feuerstation weg. So. Dann ist das halt so. Und jetzt machen wir Plus. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen hier. Aber ich habe immer noch dieses Ausgabenschneiderunterhalt. Verstehe ich nicht. Oder ist das hier dieser Arbeitsplatz? Nee. Das sind ja ganz normale Arbeitsplätze, ne? Ja, jetzt brennt ein Haus ab. Tut mir leid. Ich habe leider keine Feuerwehr. Kann man auch nicht abreißen. Es brennt dann halt einfach ab. Ah, also darf man die Häuser nicht so dicht zusammen machen, ne? Damit das nicht wenigstens überspringt aufs nächste Haus. Geh weg jetzt hier. Oh, es tut mir leid, Leute. Ich habe keine Feuerwehr. Hm. Bin zu arm für eine Feuerwehr.
Ich muss mal, ich mach mal auf schnell. Schwieriger als gedacht, ne? So, wie sieht das jetzt hier eigentlich aus? Ne, es ist keine Dorfbewohner, die irgendwas von mir wollen. Wahrscheinlich, weil die Steuern so hoch sind. Ich mach die jetzt mal runter, dann werden wir mal Dorfbewohner kriegen. Und jetzt gucke ich mal, ob das jetzt täglicher Gewinn haben wir jetzt. 62. Na, ein bisschen mehr müssen wir haben. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen durchlaufen lassen und gucken, was passiert. Was ist mit dem Haus da jetzt? So, jetzt kann ich das Haus abreißen. Ich habe aber auch niemanden, der da wohnen will, weil keiner in mein blödes Dorf ziehen will, wo die Steuern so hoch sind. Und es keine Polizei gibt. Jetzt bauen die da echt ein Haus. Warum baut ihr da jetzt ein Haus? Ich will da kein Haus haben. Da ist doch keine Straße. Ich setze jetzt hier wieder... Ach, da bauen sie. Das bauen sie von selber, das Haus. Warte mal. Wo war das jetzt? Da. Haus, die will ich jetzt weghaben. Mit Schiff war das irgendwie, ne? So. Achso, man kann die so anlegen und wenn Bedarf ist, bauen sie die Häuser dann halt, ne? Das heißt so, da, man sagt eigentlich dem Programm nur, wenn das dann soweit ist, kannst du da ein Haus bauen. Wenn Geld über ist oder wenn Leute ein Haus brauchen. Ah. Aber komischerweise bauen sie das Haus, man bezahlt es, wenn man es hinsetzt. Wir lassen jetzt erstmal ein bisschen durchlaufen. Mal gucken, was passiert. Ob wir uns da jetzt aus dieser Misere noch retten können. Das heißt also, man bezahlt diesen Bauplatz in dem Moment, wo man das Haus setzt. Und sobald man genug Bewohner hat, bauen sie das Haus fertig. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. So, der braucht irgendwas. Ah, das Schiff wieder weg. Ich wollte da noch was verkaufen. Aber so langsam stoßen wir uns wieder gesund. Ich werde es jetzt erstmal so ein bisschen laufen lassen. In der Hoffnung, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen finanziell erhole. Ich werde mal aus Frust ein paar Bäume pflanzen. Vielleicht geht es mir dann besser. Das ist aber doch gar nicht so einfach. Ich habe gedacht, das wäre so ein einfaches Spiel. Ne? Ehrlich gesagt, habe ich das Spiel total unterschätzt. Aber ich mag mein kleines Dorf. Aber ich meine, so diese Polizeiwache und so ist echt teuer, ne? Müssen wir eigentlich auch hier unten mit hinsetzen. Aber guck mal, hier ziehen jetzt wieder Leute ein. Okay. Es ist die Frage, ab wann können wir uns denn, bald können wir uns ein neues Haus leisten. Jetzt ist vielleicht sinnvoll, die Taverne mal dicht zu machen, ne? Oder ziehen die Leute dann sowieso wieder aus, wenn sie kein Haus da ist? Weil ich habe jetzt, glaube ich, kein Haus mehr. Nee, keins mehr im Bau. Also irgendwann würde ich hier gerne eins hinsetzen, aber das kann ich mir jetzt momentan nicht leisten. Na gut. Ich warte jetzt auf das Schiff. Und wenn das Schiff kommt, dann werde ich mal sehen, dass ich wieder was verkaufe. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir endlich aus den Miesen rauskommen. Wie sieht das hier aus? Noch machen wir gut Gewinn. Weil ich Steuern so hochgesetzt habe, ne? Ein Gebäude in Flammen. Oh, nee. Vor allem, wenn es abbrennt. Ich kann es mir ja auch nicht leisten, da neu zu bauen. Aber ich glaube, die bauen von selber, ne? Da, wo das gebrannte Haus ist. Ich weiß nicht, ob die das von selber wieder aufbauen. Warten wir mal ab. Ich habe es ja abgerissen. Und hatte ich da Neues hingesetzt? Ich glaube nicht. Was kostet die Feuerwehr denn? Was kostet die Feuerwehr? Ich glaube, die ist wichtiger als hier die Stadtwache. 2000. Okay, wir haben ja gar kein Geld. Ach, kann ja nicht. Aber das Schiff kommt, Gott sei Dank. Ich mach mal auf. Vorspulen. Ich kann das nicht mit ansehen mit dem brennenden Haus. Hauptsache, die Flammen greifen die noch über. So. Ihr habt minderwertige Zeus-Waren verkauft. 8 Neuankömmlinge. So, was können wir denn verkaufen? Wir können Fleisch verkaufen. Machen wir mal richtig ordentlich viel. Bier können wir verkaufen, weil wir uns die Taverne eh noch nie leisten können. Dann können wir noch Milch verkaufen. Gewürze können wir richtig viel verkaufen. Oh, Kräuter kann ich verkaufen. Oh, richtig viel. Ah, so langsam. Langsam sieht das so aus,
als könnte ich mich retten. Also eigentlich waren diese Felder eine gute Investition. Wir müssten eigentlich noch mehr Felder machen. Gar keine Arbeitsplätze oder so, sondern mehr Felder, weil die bringen uns Produkte und Arbeitsplätze. Und das ist eigentlich, glaube ich, der schlauste Weg. Sachen anbauen und vertickern. Was ist 2000 Taler? Zack. Schließen. War da. So. Jetzt müssen wir sehen, dass wir langsam mal... Oh, jetzt... Oh, wir haben Plus. Jetzt schnell Häuser bauen. Schnell Häuser bauen, solange wir das noch können. Aber wie weit geht das Ding? Ach nee, ich muss das hier rüber machen. So, wie... Wasser haben wir überall da. Sicherheit haben wir gar nicht. Franchise haben wir auch nicht. Aber das... Gut, dann pass auf, dann packen wir da oben jetzt. Schon mal Häuser hin, solange wir noch das Geld dafür haben. So. Und hier. Dann machen wir die drei so. Ne, das war so. Da ziehen jetzt auch sofort Leute ein, schauen wir. Ja. Zwei neue Dorfbewohner. So, jetzt haben wir für 10 Dorfbewohner keine Arbeit. Da werde ich jetzt aber keine Arbeitsstelle. Warte mal, die Arbeitsstelle, was bringt die denn an Geld? So, Steuern aus Geschäfte sind 36, zwei Gebäude. Steuern aus Landwirtschaft bringt viel mehr, 9 Felder. Also würde ich sagen, könnten wir jetzt mal Felder anlegen, weil die bringen viel mehr Geld. Hier hatten wir einen Brunnen, ne? Das heißt, hier oben könnten wir noch ein Feld anlegen. Das machen wir jetzt auch. Ich weiß gar nicht, was kostet denn ein Feld anlegen? Das kostet, glaube ich, gar nicht so viel. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Obstgarten hin, großen. Oder den machen wir hier. Nee, hier wollte ich ja die Feuerwehr machen. Oder hier. Hier noch eine Straße. Das versuche ich mal jetzt, wenn ich jetzt hier Obstgarten machen, großen. So, da kommt ein großer Obstgarten hin. Dann haben die Leute auch wieder Beschäftigung. Ah, es brauchen nur noch 3 Leute Arbeit. Dann machen wir ein so ein Geschäftshaus. Das stellen wir hier unten mit hin. Ne, da. Und dann müsste eigentlich alle wieder zufrieden sein. Na, so langsam, oh mein Gott. Von minus 6.000 auf 212 hoch. Das wollen wir ja mal nachmachen. So, wie sieht es jetzt aus? Jetzt machen wir richtig Gewinn. Jetzt gehen wir mit den Steuern wieder ein bisschen runter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen über 150 Gewinn machen, damit wir uns diese Wache leisten können. Oder die Feuerwehr, ne? Aber wir machen jetzt mal so. Und dafür... Ah, das Geld haben wir noch nicht. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass hier nicht steht, was die an Kosten verursachen, ne? Doch, Instandhalt. Ach, doch, steht doch hier. Feuerwehr kostet 120. Ich brauche 2000 Taler und einen Gewinn von über 120, dann kann ich die Feuerwehr bauen. Die werde ich als nächstes machen, glaube ich. So, was ist mit dem Haus jetzt hier eigentlich? Das ist ja verbrannt, ne? Da wohnt auch keiner drin, ne? Nein. Wenn ich das jetzt abreiße... Ich meine, dass ich das letzte Mal abgerissen habe. Ja, das baut sich von selber wieder. Also die Baukosten muss man... Man bezahlt die Baukosten für den Baugrund sozusagen. Nicht für das Haus. Das heißt, wenn ich das Verbrannte abreiße, dann ziehen da automatisch wieder Leute ein. Also die bauen es wieder neu auf. Das heißt, es ist so der Baugrund. Aber das finde ich aber ein gutes System, ne? Man bezahlt den Baugrund. Was will der Kräuterfritze da? Warum hast du keine Kräuter? Ah, ne, Bier. Der hat kein Getreide, oder was? Hat er doch aber. So. Bier können wir auch verkaufen, ne? Haben wir da auch... Ah, geht so. Da trinken die auch ohne Taverne aus, scheinbar. So, wie sieht das denn hier eigentlich aus? Ah, Brennholz. Wir brauchen Brennholz. Das brauchen wir ganz dringend. Und zwar würde ich dann... Die würde ich gerne hier mit hinsetzen, irgendwo. Den Brennholzmacher, den setze ich hier vorne mit hin.
Der braucht ja kein Dingenskirchen. Nee, das war der. Holzfällerei Brennholz. Den mache ich dahin. Oder setze ich ihn dahin? Nee, den setzen wir hier mit dran. Nee. Nee, ich glaube, den möchte ich mal so einzeln setzen. Und dann machen wir ihm eine Straße hin. So. Bisschen schön wollen wir ja auch bauen, ne? So, dann ist der angeschlossen. Und da der Brennholz machen muss, kriegt er natürlich jetzt nochmal ganz viele Bäume. Weil die kosten ja nichts. Da bin ich großzügig. So, das ist der Brennholzhersteller. Das ist aber hübsch. Der seine Bäume. Aber das finde ich schön. Ganz Brennholz machen. So, ist das Schiff wieder weg, ne? Ja, wieder das Schiff verpasst. Das ist gar nicht so einfach mit dem Schiff, da mal drauf zu achten. Man muss ja ganz schön viele Sachen immer achten. Aber ich finde diese Übersicht gut gemacht, ne? Dass man hier so genau sieht. Oh, mein Bedorf ist total unbeliebt. Dass man hier mal genau sieht, was gebraucht wird und so, ne? Man sieht aber nicht, was man zu viel hat, leider. Vier. Ist noch schlimmer als im Tutorial. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich mit Steuern runtergehen kann. Lass ein paar mehr Leute einziehen. 140. Ja, machen wir mal so, dass wir uns mal ein bisschen was auf die Kante legen. Aber trotzdem, dass nicht so wahnsinnig hoch ist. Das ist echt gut gemacht, sehr übersichtlich, ne? Auch wenn sich mir dieser Schneiderunterhalt nicht erschließt. Ich habe doch keinen Schneider, Mensch, das macht mich total kirre. Der Schneider ist, wie sieht das Gebäude aus, Schneider ist. Na, habe ich nicht gemacht. So sieht die aus. Habe ich ein Schneidergebäude irgendwo, was so aussieht? Ach, das ist, ach. Das ist hier, weil ich das Gebäude, das ist ein Schneidergebäude. Weil ich das hier, das Aussehen geändert habe. Wenn ich das jetzt so nochmal ändere, jetzt mache ich das mal auf so. Mal gucken, was jetzt ist. So. Das ist immer noch Schneiderunterhalt. Aber warte mal, ich muss mal ein bisschen vorspulen, dass die nächste Abrechnung kommt. Ja. Hä? Was ist das? Das ist ein normaler Arbeitsplatz. Ein Mysterium. Warum zahle ich für einen Schneider, obwohl ich gar keinen Schneider habe? Das Haus. Aus. Naja, es ist Early Access. Das kann durchaus sein. Arbeitsplatz, Arbeitsplatz. Bei den anderen steht es immer bei, was es ist, ne? Vieh. Brauerei. Ja. Warum der jetzt Getreide braucht? Oder ist er zu weit weg vom Getreidefeld? Kann das sein, dass der zu weit weg ist vom Getreidefeld? Brauchen wir noch Arbeitsplätze eigentlich? Nee, schade, sonst hätte ich jetzt so ein Getreidefeld gemacht daneben. Dass das so weit weg ist? Weil Getreide haben wir doch. Nee, doch nicht. Oh, wir haben so wenig Getreide. Ach, vielleicht weil es regnet. Es ist auch sehr klein, das Getreidefeld, ne? Wir haben ja viele Kräuter. Vielleicht. Nee, vielleicht mache ich das hier noch. Das mache ich nochmal in Getreide. Nee, das wollte ich nicht. Ich mache hier mal ein Getreidefeld hin. Wir haben irgendwie zu wenig Getreide. Ah! Schlesen. Was ist Oktober? Deswegen vielleicht. Ach komm, haben wir hier noch eins neben. Habe ich noch Arbeiter über? Hey, verdammt. Na gut, dann ändern wir das. Machen da nochmal Getreide hin. Fürs Bier. Ja. Und
hier? Bandagen bräuchten wir mal. Wer macht Bandagen? Kann der nicht, ne? Der kann nur Salbe oder Pflanze. Aber das Bandagen macht wahrscheinlich diese Weberei, ne? Aber wir können uns ja keine Weberei leisten. Kein Geld haben. Aber hier bei uns auch noch kein Haus. Ich habe jetzt irgendwie auch keine in der Taverne. Keiner will hier wohnen. Alle finden sie mein Dorf doof. Keiner kommt mehr. Ich glaube, das liegt daran, weil hier so viele Verbrechen passiert. Ja. Das ist auch gut. Wie machen wir das denn mal? Wie machen wir das? Wenn wir... Ach komm, wir machen jetzt nochmal. Ich glaube, wir müssen diese Wache hinmachen, sonst zieht hier bei uns keiner ein, glaube ich. Pass auf, dann nehmen wir doch die Stadtwache wieder. Und die müsste eigentlich, hier hin. Da, wo das Pferd ist. Oder... Also da so. Da so müsste die eigentlich hin. Wenn ich dieses Getreidefeld abreiße, 4000 kostet die Wache. Die habe ich abgerissen. Ich Idiot. Kann ich mir gar nicht leisten. Ich kann mir keine Wache leisten. Das kostet 4000 Taler. Na gut. Okay, da müssen wir jetzt erstmal sparen. Dann würde ich aber jetzt schon mal... Passt die dazwischen, die Wache? Theoretisch? Theoretisch müsste sie doch dahin passen, ne? Ja, die passt dahin. Das heißt, das Getreidefeld... Ja, dann müssen wir es doch anders machen. Dann kommt das Getreidefeld hier unten hin. Hier war doch irgendwo ein Brunnen, ne? Da. So, dann kommt das Getreidefeld hier unten hin. So ein langes. Ne, so lang geht nicht. Na gut, dann kommt so ein kleines wieder hin, wie das hier. Aber wenn, dann machen wir das gerade. So. So, und da wir viel Getreide brauchen, machen wir jetzt ein großes Feld. So. Und dann nehmen wir das da oben weg. Fupp. Tut mir leid, Leute. Ihr müsst da unten arbeiten. Aber die gründen einfach mal ein einfaches Geschäft. Die drei Bewohner, ja gut, die können jetzt da unten arbeiten, aber im Getreidefeld. Da könnt ihr arbeiten. Ja, da ist für 5 Bewohner Platz. Und dann, sobald ich 4000 Taler zusammen habe, kommt da die Wache hin. Und dann auf Gegenüber kommt die Feuerwehr hin. Und dann habe ich alles abgedeckt. Dann wird alles gut. So, jetzt warte ich aufs nächste Schiff. Oh, das ist auch da, wie bestellt. Dann verkaufen wir nochmal ordentlich. Und dann hoffe ich mal, dass ich mir die leisten kann. Wenn ich auf Ware verkaufen klicke. Pausiert er dann automatisch? Nee, pausieren. So. Boah, Früchte können wir jetzt verkaufen, weil unsere Obstbäume jetzt ja. So, verkaufen wir mal 200 Früchte. Dann 150, 100 Gemüse, 100 Fleisch, 100 Bier, 150 Milch und 100, ja, 150 Gewürze. Oh, Brennholz kommt jetzt auch wieder rein. Das ist natürlich gut. Und dann können wir hier richtig ordentlich Kräuter verkaufen. 400 Kräuter. Da haben wir nicht viel von. Da können wir es schon verkaufen. Nochmal 50 Salben. Und 150. Zack. So, wie viel Gewinn haben wir jetzt? Wir haben 498 nur. Wir müssen ein bisschen höher setzen. Wahl. Wenn ich jetzt das Ding baue, dann gehen wir gerade mal wieder in den Miesen. Verdammt. Ich muss erst noch ein bisschen Geld sparen. Können wir uns noch ein Haus leisten da? Aber wir haben ja eh keine Dorfbewohner. Aber ich würde gerne schon mal
Ach nee, da ist ja noch eins, ist da noch, was gebaut werden kann. So, ich denke mal, dass diese Schildwache eine gute Investition ist, weil wenn wir die bauen, dann haben wir bestimmt mehr Bewohner, dann ziehen wir hierher. Weil wir haben schon wieder zwei Verbrechen. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Es kostet richtig Geld und gehen wir wieder mit den Einnahmen in die Miesen, aber dann kommen bestimmt ganz viele Bewohner her, hoffe ich mal. Und ich brauche noch eine Feuerwehr. Ja, die kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, weil ich jetzt gerade die Schildwache bauen musste. Aber die fangen ja vielleicht auch die Brandstifter, oder kann ich mir die Feuerwehr auch noch leisten? Nee. So, jetzt machen wir wieder Miese, aber ich hoffe, dass mit dem nächsten Schiff dann wieder Leute bei uns einziehen. So, jetzt machen wir mal Gas. Und gucken mal, ob die Stadt jetzt beliebter wird dadurch, dass jetzt hier wieder die Wache ist. Und das setzen wir jetzt mal ein bisschen runter. So, das reicht ja. So. Was siehst du, dann haben wir gar nicht so viel Kosten. Dann ist nur dieses eine Haus da unten nicht mit drin. Aber siehst du, guck mal, jetzt kommen wieder ganz viele Leute. 8 Neuankömmlinge. Siehst du, allein durch die Schildwache. Gut, okay. Das ist gut. Langsam stellen. Waren verkaufen. Können wir noch was vertickern? Ah, jetzt vielleicht sollte ich mal vorsichtig sein. Jetzt, wo. Na gut, wenigstens die. Schließen. So, jetzt kommen wieder ganz viele Leute, weil ja. Die Schildwache haben. Das ist gut. Das heißt. Wir machen jetzt immer noch Plus, obwohl wir die Schildwache bezahlen müssen, ne? Straßen, ja. Das ist gut. Puh, das ist gar nicht so einfach. Aber das finde ich gut, dass das so schwer ist. Ich hatte es mir einfacher vorgestellt, aber nee, so einfach ist es nicht. Wir sind noch ganz weit weg von hier, Kleider machen und so ein Kram. Ich muss jetzt erstmal sehen, dass wir so eine Balance finden. Weil das ist das Haus da. Wo ist denn das Haus eigentlich? War da nicht irgendwie noch ein Haus, was abgebrannt war? Das da. Das reißen wir mal ab eben. Fupp. So, und da bauen sie ja dann sowieso ein neues, ne? Ja, da bauen sie ein neues. Das ist schon Bauplatz. Aber ich würde jetzt gerne, solange wir noch ein bisschen Geld haben, hier auch nochmal schon mal eins hinsetzen. So, weil sobald ich über 2,5 habe, würde ich jetzt hier dann die Feuerwache hinsetzen. Versucht da immer noch den Gerste zu ernten. Hallo, das Feld ist weg. Muss da nicht mehr ernten. Wie gefällt euch das Spiel? Bin ich euch zu hektisch? Weil ich war eben gerade ein bisschen panisch mit dem Pleitegehen. Aber ich finde so langsam, warte mal, wir können hier vielleicht noch einen Tick hochstellen, damit das Haus da hinten noch drin ist. Warte mal, machen wir so, dass wir 100 Taler ausgeben. 100. 100 gönnen wir uns. Dann haben wir so ziemlich alle Häuser drin. Das ist ja auch ein bisschen drin. Lassen wir mal so. Jetzt gucken wir mal, wo war das jetzt hier mit der Sicherheit? Ja, das hat auch ein bisschen Sicherheit. Man sieht es aber direkt neben der Feuerwache. Oh, siehst du, müssen wir eine Feuerwache haben. Aber wir haben ja bald das Geld. Oh, und jetzt muss ich hier nochmal. Also es ist wieder so ein Tick höher gehen. Leute, ihr müsst Steuern bezahlen, die Schildwache muss bezahlt werden. Das ist so realistisch, ne? Wenn ihr sagt so, ey, wir müssen jetzt irgendwie die Polizeiwache finanzieren. Leute, dann müssen wir leider Steuern ein bisschen erhöhen. Das ist so realistisch, finde ich, ne? Boah, so, ihr lieben Leute. Aber es ist schon mehr als eine halbe Stunde rum und es regnet. Ich mache mich hier auf Pause. Und gehen wir mal hier nochmal an dieses brennende Haus ran. Das ist doch ein schönes Schlussbild. Ich kann das gar nicht ganz sehen. Warte. Na, wo ist es denn? Und wir machen. Ich glaube, wir brauchen eine Feuerwehr, ne? Na, wieso komme ich denn da jetzt nicht? Ah, meine Maus scrollt immer so weit. So, ich finde, das ist ein gutes Schlussbild. Und wir sehen uns da unten brennt. Ach nee, das ist nur der Schornstein, der unten brennt. Wir sehen uns. Wenn ihr mögt. Denn ihr wisst wieder. Bis dahin. Tschüss.